Hey Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kirby's Adventure Wii und wir sind heute dabei, das letzte Mal Zauberzahnräder zu suchen. Wir beginnen heute in der Aya Electric Level 1, beziehungsweise Stage 1 und wir wollen jetzt versuchen, an dieses Zauberzahnrad zu kommen. Man findet das in der Kanonensektion, wenn man sich gegen von der grünen Kanone gegen diese komischen Pressen schleudern lässt. Da findet man die Tür, durch die ich gerade gegangen bin. Und das hat mir im Übrigen die Cupcake Kirby Cake verraten. So, sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft. Und ah, okay. Da haben wir jetzt das Zauberzahnrad. So, zu den Regeln dieser Suche. Da ich hier alle Zauberzahnräder in der Aya Electric und im Nacho Nervenkitzel machen möchte und noch was extra zeigen möchte, auf das ich hingewiesen wurde, werde ich das so machen, dass ich das, dass ich jetzt immer nur die Zauberzahnräder direkt reinschneide und wenn ich etwas nach 3 Versuchen nicht kriege, dann werde ich das offscreen holen. Und alleine bei diesem Zauberzahnrad habe ich auch schon wieder 3 Versuche gebraucht. Ich war wirklich gerade im 3. Versuch mit Resetten und alles und habe extra die Aufnahmen nicht angefangen. Hehe. Na gut, ich werde dann hier jetzt erstmal schneiden und wir sehen uns dann gleich in 6.2, weil ich muss ja das Level jetzt nochmal durchspielen. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder in 6.2 bei der Stelle, wo es das Zauberzahnrad gibt. Dieses Zauberzahnrad hatte tatsächlich Jenny in dem Part, wo wir in dem Level hier waren, schon angesprochen. Es geht darum, dass man die Stein-Ability durch ein gesamtes Wassergebiet behalten muss, sich dann in einen Stein verwandeln muss, 2 Steine kaputt machen muss. Ich hätte das Zauberzahnrad sehr leicht kriegen können. Das Problem war aber nur, durch einen unglücklichen Zufall habe ich tatsächlich das, die Stein-Ability verloren. Und ja, jetzt haben wir hier die fehlende, das fehlende Zauberzahnrad. So, ich werde jetzt hier wieder auf Pause gehen und wir werden uns dann gleich in Level 6.3 wiedersehen. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder ganz kurz nochmal wieder zurück. Und ja, meine Wii-Verbindung ist noch nicht angeschlossen. Das Problem ist nämlich, ja, ich habe das Zauberzahnrad zwischendurch schon eingesammelt, leider. Ich konnte es leider nicht aufnehmen, weil ich nicht die Punktlandung hingekriegt habe. Das bedeutet, ich habe das erste Zauberzahnrad schon bekommen. Das ist hier bei diesem Fließband. Es gibt im Übrigen einen Trick, wie man langsamer läuft, nämlich so. Und ja. Jedenfalls, ich werde jetzt schneiden. Zumindest gleich, ja, jetzt. Bis ich dann bei dem 3. und dem 4. Zauberzahnrad bin. Das ist da, wo wir die Super-Ability kriegen und gegen den Sphärenspuck antreten müssen. Das bedeutet, ich werde an der Scrolling-Passage anfangen. Damit ich die auch noch zeigen kann, weil ich habe die im Let's Play nicht gezeigt. In diesem Sinne, bis gleich, Leute. Dieses Spiel trollt mich. Und wisst ihr auch warum? Ich habe das hier gerade im First Try geschafft. Ich habe im Let's Play so versagt und hier kriege ich First Try. Es ist zum Kotzen. Was soll's. Freuen wir uns lieber über den Erfolg, den ich hatte und dass wir aufgeladen sind und jetzt eine Scrolling-Passage machen dürfen. Die ich sogar, glaube ich, schon mal gemacht habe. Ja, die habe ich schon mal gemacht. Aber in einem Playthrough, den ihr ja auf YouTube nicht gesehen habt, weil ich den ja wegen Mikrofonproblemen löschen durfte. Ach. Na jedenfalls, und da hatte ich das auch geschafft mit dem Spektralbeam, sogar im Part. Das war sehr lustig gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war kurz vor Ende meiner Ability und habe es dann noch geschafft, so im letzten möglichen Versuch oder so. Das war sehr lustig und sehr spannend vor allen Dingen. Irgendwie ärgerlich, dass ich den entfernen musste. So, mal ein paar Ecken schneiden. Hier musste ich runter, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. So. Hier nochmal, da nochmal. Oh Gott. Scheiße. So, jetzt das. So, dann hier nochmal ein paar Fische töten. Nicht selber in die Stacheln geraten. Und wir haben es geschafft. Es ist eine recht einfache Scrolling-Passage, aber... Sie hat es in Sicht. So, können wir jetzt Speer oder Hammer nehmen? Ich nehme Hammer. Und zwar deswegen. Und wir haben Wasser in der Mitte. Deswegen haben wir im Übrigen auch Hammer und Speer. Komm nur in meine Nähe. Ah, verflixt. Dass wir allerdings Hammer haben, kann auch ein Nachteil sein. Wenn nämlich die Ability ins Wasser fällt, sind wir die ja los. So, aber wir haben es ja auch gleich geschafft. Wunderbar.
Da haben wir die zwei Zauberzahnräder. Und damit haben wir alle Zauberzahnräder von Stage 6-3 gefunden. Und ich habe noch die Scrolling-Passage, die ich vergessen habe, gezeigt. Ich würde sagen, gelungener Sieg auf ganzer Reihe. So, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder in der nächsten Stage. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Wir befinden uns jetzt hier in 6-4. Oh Gott, ich kriege die Level durcheinander. Jedenfalls hier in diesem Level braucht man normalerweise die Hammer-Ability hierfür. Wartet mal. Vielleicht kriege ich das auch. Ach ja, stimmt, da war ja was hier mit Rutschen. Man kann hier nämlich durchschwimmen und dann findet man hier eine geheime Passage. Und ja, das habe ich extra nachgeguckt. Ja, dass man hier halt weiterkommt und dann findet man hier unten das Zauberzahnrad. Man kann das Zahnrad nicht auf anderem Wege erreichen, deswegen sieht man es, aber man erreicht es nicht. Weil man sich einfach verschätzt. Beziehungsweise falsch schwimmt. So, im Übrigen, uns fehlen hier das zweite und das fünfte Zauberzahnrad. Ich werde jetzt gleich nach der Wasserpassage, wenn ich Zeit habe, das Spiel zu pausieren, auch anhalten und dann bis dahin schneiden. So, ich denke da vorne... Ja, hier ist ein ganz guter Platz. Ja, ich schnapp mir noch die Ability, weil ich muss ja noch weiter das Level durchspielen. Und ich würde dann sagen, bis gleich beim fünften Zauberzahnrad. So, wir sind jetzt hier vor dem fünften Zauberzahnrad, hier in der Eier Elektrik. Das befindet sich hier in einer Wasserpassage, kurz hinter dem vierten Zauberzahnrad. Hinter diesem netten Aal müssen wir hier in diese Tür schwimmen. Es ist eigentlich recht einfach... Man muss hier die Elektro-Ability aufsaugen, dann hier was runterlassen und dann muss man gucken, wo hier ein Schlüssel ist, weil hier hinter der Tür ist das Zauberzahnrad. So, da ist der Schlüssel, das heißt, wir werfen das hier weg. Der Elektro-Gegner respawnt übrigens auch nach einer gewissen Zeit, das heißt also, wenn man den irgendwie aus Versehen killt, man kriegt die Chance, ihn wieder zu bekommen. Das ist sehr gut. So, dann haben wir jetzt alle fünf Zauberzahnräder. Ich werde mich dann verabschieden und wir sehen uns dann gleich im nächsten Level wieder. So Leute, hier bin ich wieder. Allerdings noch nicht beim Zauberzahnrad. Das ist noch ein kleiner Zwischenstopp, den wir hier einlegen werden. Ist allerdings im gleichen Level auf dem Weg dahin. Das hat hier eine etwas längere Vorgeschichte. Jenny hatte mal in einem Part erwähnt, als sie dabei war, dass es so geheime Räume gäbe. Und daraufhin meinte dann Hyrule, dass das halt Entwicklerräume seien. Und er hat mir dann zusätzlich auch noch Infos gegeben, wo man diese Räume findet. Und da wir gerade in einem Level sind, wo so ein Raum ist, habe ich mir gedacht, könnten wir ja mal reingehen. Der befindet sich hier in dem Level der sechsten Welt. Es gibt noch einen weiteren. Und, oh, schöne Retro-Musik. Das müsste Green Greens sein aus... Kirby's Dream Land für den Game Boy. Das habe ich sogar gespielt. Oh. All die Erinnerungen. Und ja, ich habe das verkackt. Jedenfalls ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, dass das so ein Entwickler-Detail ist von HAL. Die entwickeln ja Kirby. Und ich finde das toll, dass Entwickler sich in sowas verewigen und halt einen auf Easter Egg machen. Das ist cool. Einfach, das hat was. Und ich finde, es hat auch einen... Es hat auch seinen gewissen Charme. Na gut, es gibt noch einen solchen Raum, wie ich bereits gesagt habe, aber den werde ich höchstwahrscheinlich am Ende des Parts zeigen. Ach so, um zu sagen, was hier so ist, ja, hier gibt es so ein bisschen Bonuszeug, Essen zum Aufladen, ein paar Abilities und den einen kleinen Random-Gegner, der immer rumläuft hier in dem Hell-Entwicklerraum oder Hal oder keine Ahnung. Wie ich es aussprechen will. Naja, jedenfalls, ich werde dann gleich jetzt weitergehen zum Zauberzahnrad. Das wird ein bisschen dauern. Deswegen wartet dann kurz. Beziehungsweise, ja, ich schneide kurz. Bis gleich. So ein Mist, ich habe den Moment verpasst. Aber wenigstens seht ihr jetzt noch, dass ich das Zauberzahnrad bekommen habe. Und ja, ich werde jetzt gleich mal wieder schneiden, damit ich dann auch das Level vernünftig durchspielen kann. Wir sehen uns dann gleich. Wir müssten jetzt, glaube ich, zum Nacho-Nervenkitzel kommen. Dann sehen wir uns also gleich da in Welt 1. Bis gleich. So, da bin ich wieder im ersten Level vom Nacho-Nervenkitzel. Und hier wollen wir jetzt das eine Zauberzahnrad holen, was ich einmal übersehen habe. Wenn ihr euch daran erinnert, wir müssen hier den Weg... ja, wie drücke ich das aus?
entfeuern, also löschen, damit wir das dann schaffen, das den Schlüssel da hochzutragen für das Zauberzahnrad. Und ich glaube, ich bin kurz davor, das zu verkacken. Nein! Oh Gott, ich bin echt davor, das zu verkacken, oder? Na okay, so geht's noch. Wohl auch noch nicht ganz. Oh oh, oh oh. So, jetzt hier unten noch ein gezielter Schuss. Es bedarf doch hier einiges an Technik. So. Wir könnten es jetzt schaffen. Ja, wir schaffen es. Und damit habe ich das letzte Zauberzahnrad von 7-1. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz schneiden und wir sehen uns dann gleich wieder in 7-2. So, Leute, da bin ich wieder in 7.2 und hier, wo es diese große Lavapfütze gab, gibt es einen geheimen Gang, nämlich hier. Hier hinter der Lava, nein! Oh Gott, ich brauche die Ninja-Ability wieder, sonst kriege ich das nicht. Hier kann man reingehen. Man muss sich hier an der Wand festhalten. Nee, ein Stückchen runter, verdammt. So, dann muss man das hier abschneiden. Sich fallen lassen und man hat alle Zauberzahnräder. So, dann schneide ich jetzt mal wieder und dann dürfen wir uns jetzt gleich in 7.3 um alle Zauberzahnräder kümmern. Ich muss nur kurz das Level durchspielen. Von daher, bis gleich, Leute. Das vorletzte Zauberzahnrad und ich bin nervös, weil die letzten beiden hier, die ich mir einsammeln darf, die sind ultra scheiße. Ja, das fängt schon mal gut an. Wir sind jetzt hier nach dem Zwischenboss etwas weiter entfernt. Hier ist eine verborgene Tür. Da ist ein Schuh. Denkt's euch. Also, der Parcours hier ist scheiße. Und wir müssen auch noch in einer gewissen Zeit den zweiten Schuh erreichen. Fuck. Das wird jetzt im Übrigen öfter passieren. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich bin auf einmal auf 30 FPS runter. Normalerweise habe ich 60 beim Aufnehmen. Warum springt er nicht, wenn ich sage springen? Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. So, warten, bis die Fontäne weg ist. Warten, bis die Fontäne wiederkommt. Und er lässt mich nicht springen. Er lässt mich nicht springen. Ey, nee, oder? Die ganzen schönen Leben, die ich gesammelt habe. Die ganzen One-Ups. Ach, und jetzt auf einmal lässt du mich springen, du Scheißteil. Ja, ist klar. Und dann wieder nicht. Nee, im Ernst, ich drücke hier die ganze Zeit 2. Ich spamme sogar 2 und es klappt nicht. Da. Das wird auf jeden Fall ein sehr lustiger Parcours und ein sehr langer Parcours. Ich habe ihn mir angesehen. Der wird scheiße. Oh, wir sind tot. Okay, also ich versuche es jetzt noch 5 Mal. Wenn ich es dann nicht schaffe, hole ich es offscreen. Dann ist es mir zu doof. Noch 4 Mal. Und dann zeige ich euch den Parcours nicht, weil das ist zu assig. Alter! Ich weiß nicht, was los ist. Er lässt mich nicht richtig drücken. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Noch 2 Versuche. Ich bin kurz vorm Rage Quit. Alleine deswegen. Warum machst du nichts, du blöde Wii-Fernbedienung? Und sie ist voll. So, letzter Versuch. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann mache ich das alles offscreen. Und versuche es dann irgendwie. Okay, das hat nicht gezählt. Der hat einfach nicht ge... Was ist mit meiner Wiimote los? So. Toll, jetzt bin ich daneben gesprungen. Okay.
Das zeigt mir eindeutig, dass ich für diesen Parcours nicht geeignet bin. Ich werde das jetzt offscreen machen. Irgendwie. Ich werde es versuchen. Sollte ich es aber nicht schaffen, werde ich das Zauberzahnrad auslassen. Da bin ich ehrlich. Bis gleich, Leute. Also. Ich habe Zeugen, dass ich das hier First Try geschafft habe, nachdem die Aufnahme aus war. Fick dich, Spiel. Einfach nur fuck you. Egal, was soll's. Ich hab's geschafft. Ich hab das Zauberzahnrad. Ich werde jetzt nochmal schneiden und dann kommt das nächste Zauberzahnrad. Bis gleich, Leute. So, Leute, ich habe vergessen, die Aufnahme anzustellen. Hatte den Hintergrund, dass ich erst das mit der Trompete gemacht habe. Ihr erinnert euch doch sicher, das war im letzten Part. Mit der Trompete musste man einen kleinen Fahrstuhl hochfahren, alle Gegner mit diesem Schutzschild nach oben hin platt machen und oben musste man einen Gegner abfangen mit dem Schutzschild, dadurch vernichten und den Schlüssel nehmen. Und jetzt muss man diesen Schlüssel durch einen ewig langen Parcours tragen. Wir sind gerade mitten im Parcours. Und wir dürfen nicht in die Flammen uns von keinem Gegner treffen lassen. Und das hier ist die mieseste Stelle aller Zeiten. Und wir haben sie First Try geschafft. Das ist doch wundervoll. So, und damit erreichen wir das dritte Zauberzahnrad. Und damit haben wir alle Zauberzahnräder in Stage 7-3 gefunden. Zum krönenden Abschluss schneide ich bis zum Levelende. Und ich will gucken, ob es irgendwas Interessantes gibt, sobald ich alle Zauberzahnräder so oder mehr oder weniger habe. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich machen will. In diesem Sinne, bis gleich, Leute. Wir haben sie alle. Und da ist das Ziel, das letzte Ziel, das wir brauchen. Im Übrigen, ich wollte eigentlich noch den anderen Entwicklerraum zeigen, oder? Das Problem ist, der Part ist jetzt schon wirklich überlang. Ich werde das wahrscheinlich irgendwo anders nochmal einfügen. Erst einmal kümmern wir uns um das Ziel und den Bonussprung. Und dann sehen wir ja, ob wir irgendwas richtig Tolles freigeschaltet haben mit den 120 Zauberzahnrädern. Denn wir haben sie alle. Yeah. Ich freue mich darüber richtig. Alle Zauberzahnräder in Level 7 gefunden. Die 120 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zur Itemprüfung geöffnet. Itemprüfung. Okay. Dachte irgendwie, es gäbe was anderes. Nun gut. Zurück zum Thema. Wir haben alle Zauberzahnräder. Es hat lange gedauert, aber wir haben sie alle. Jetzt erwartet uns nur noch der Boss. Der letzte, der finale Boss. Und vielleicht noch ein paar danach, ich weiß noch nicht. Jedenfalls, im nächsten Part werden wir uns an Landia machen. Ich glaube, es ist Landia. Ja, Landia ist eigentlich der Boss, aber wer weiß. Ich glaube einfach nicht, dass das alles ist. Keine Ahnung wieso, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass das nicht alles ist. Ich meine, der uralte Sphärenspuk hatte doch auch nicht alle, hatte doch auch nicht nur eine Form. Also ich denke, es wird ein langer, sehr intensiver, sehr interessanter Bosskampf werden. Vor allen Dingen, es ist der Final Boss, höchstwahrscheinlich. Und deswegen hoffe ich nur auf das Beste. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute, und bye bye!